Zum ersten Mal in der Geschichte der eidgenössischen Jodlerfeste gibt es den Festführer mit der Teilnehmerliste in digitaler Form. Auch die Klassierungsliste wird online publiziert. Das spart Ressourcen und schont unsere Umwelt. Aber auch du profitierst davon. Auf diese Weise kommst du viel schneller, zielgenauer und aktueller zu den Informationen, die für dich wichtig sind. Auf der Website des eidgenössischen Jodlerfests Zug 2023 ist der digitale Festführer integriert und jederzeit und von überall abrufbar. Auf dem Computer, dem Tablet oder dem Smartphone. Gehe auf www.jodlerfestzug.ch. Du kannst anwählen, ob du die Seite in deutscher oder französischer Sprache angezeigt haben möchtest. Und schon geht's los. Unter der Rubrik Fest, Vorträge findest du die Teilnehmerliste. Die Liste lässt sich sortieren nach Vortragsnummer, nach Datum und Uhrzeit, nach Kategorie, nach dem Vortragslokal und nach dem Lied bzw. der Melodie. In einer zweiten Rubrik kannst du anwählen, ob du in der Liste nur Jodeln, Alphorn oder Fahnenschwingen angezeigt haben möchtest. Auf diese Weise kannst du die Suche verfeinern. In der Stichwortsuche kannst du ganz konkret nach Inhalten suchen. Diese Suchfunktion bietet sich an, wenn du beispielsweise nach Namen, Gruppen oder Personen in Gruppen suchst oder schlicht wissen willst, wer dein Lieblingslied vorträgt. Schauen wir uns das Ganze etwas genauer an. Die Liste ist, wie gewohnt, in folgende Spalten aufgeteilt. Ganz links steht die Vortragsnummer VO. Dann folgt die Kategorie, der Unterverband UV, die Formation und das Lied bzw. die Melodie. Die letzten drei Spalten zeigen den Vortragstag, die Uhrzeit und das Vortragslokal. Klickst du auf einen der Buchstaben, der beim Lokal angegeben ist, öffnet sich eine neue Seite mit nützlichen Informationen zu diesem Vortragslokal. Eine Karte zeigt dir, wo sich das Gebäude oder der Platz befindet. Die Herzen in der letzten Spalte werden dir längst aufgefallen sein. Sie stehen sinnbildlich für die Herzlichkeit, mit der wir dich bei uns in Zug empfangen werden. Aber nicht nur das. Klickst du auf eines dieser Herzen, wird dieser angewählte Vortrag zu deinen Favoriten hinzugefügt. Die Liste mit all deinen Favoriten wird angezeigt, wenn du auf den Button Meine Favoriten anzeigen klickst. Bei Bedarf kannst du diese persönlich auf dich zugeschnittene Liste ausdrucken. Vielleicht reicht es dir aber auch, diese Liste als PDF-Dokument abzuspeichern. Um das zu tun, wähle in dem sich öffnenden Fenster die Option Als PDF sichern. Wenn du möchtest, kannst du dieses Dokument von deinem Computer auf dein Smartphone übertragen. Selbstverständlich kannst du deine Favoritenliste, deine persönliche Zusammenstellung also, mit anderen Leuten teilen. All diese Funktionen stehen dir natürlich genauso auf deinem Smartphone zur Verfügung. Stellst du dir dort eine Favoritenliste zusammen, kannst du diese direkt an deine Freunde versenden. Beispielsweise als Anhang einer E-Mail, einer SMS, einer WhatsApp-Nachricht und dergleichen. Praktisch ist, dass auch die Klassierungsliste online abrufbar sein wird. Der Aufbau und die Suchmöglichkeiten sind gleich wie bei der Teilnehmerliste. Alles, was du brauchst, hast du also stets griffbereit bei dir. Nützlich und kompakt. Nicht schlecht, oder? Nur eins darfst du nicht vergessen: dein Mobiltelefon während der Vorträge auf lautlos oder Flugmodus zu stellen. So wird das Fest für alle zu einem Vergnügen. Wir freuen uns auf deinen Besuch bei uns in Zug am 31. eidgenössischen Jodlerfest. Zug. Traditionell, überraschend, vielfältig.